temptation so high, but resisted you care. The women of the world are arrayed in shadows we dwell, like crumbs on the ground. The women of the world are arrayed in the kingdom saving sound. Ain't got no choice, and you need to later. Or maybe I just run in that show, it's crazy.
days of hell. It's a white smoke, you are sinful. Let me to serve another to rule. Faithful was the downfall of the souls of love. Spirits beyond control. Evil forces conquered his soul. Tragic was the downfall. Come on!
Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Schön, dass ihr noch da seid. Willkommen bei der 5. Newcomer-TV-Nacht hier im wunderbaren, in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Ein alter, ehrwürdiger Laden, der, ich glaube, bestimmt schon 40 Jahre Newcomer-Förderung hinter sich hat. Es gibt hier Proberäume, alles Mögliche an Jugendförderung und es ist eigentlich der ideale Ort, wo man auch eben die Newcomer-Nächte durchführen kann. Und deswegen mal universell einen kleinen Applaus für die Crew hier in der Portstraße, die das die ganzen Jahre aufrecht erhält, diese Förderungsmaßnahmen für junge Bands, für Musiker und Musikerinnen und für Kultur. Yeah. Und wir haben ja schon heute drei wunderbare Acts gesehen und jetzt möchte ich euch einen wunderbarsten Wahnsinns-Act, nämlich Spyfly and the Deaf Dudes, und da ist bei mir der unglaubliche Frederik Hausschild. Hallo Fred. Hallo. Du also und deine Verbindung zur Musikhalle Portstraße, früher hieß sie so, und Portstraße Jugend und Kultur ist ja auch schon eigentlich seit deiner Jugend, oder? Seitdem du 20 bist, bist du eigentlich schon hier im Haus irgendwie mit diversen Bands verbandelt. Das ist korrekt, ja. Von Decay über Melt, über Set Fatal, über gell? Ich weiß nicht, wer noch alles. Und hast ja bestimmt die alte Crew praktisch noch gekannt, also zum Beispiel die Dani und so, lange Verbindungen und so. Was verbindest du so mit diesem Haus, also für dich? Was hat dir das gegeben? Wo hat dich das gefördert? Ganz viele, ganz tolle Konzerte von regionalen Bands, vor allem hier aus der Frankfurter und Oberurseler Ecke. Viele Tanz aus dem April, Tanz in den Mai feiern, ja. Die immer legendär waren, wo ganz, ganz tolle Bands hier gespielt haben. Ja. Ich selbst habe sehr oft hier gespielt, was immer ein Riesenspaß war. Und das Haus hier war schon immer ein ganz spezieller Platz für Leute, die
affin sind für Musik oder Live-Musik oder für Bands. Oder deswegen hoffe ich, dass es noch sehr lange so weiter bestehen. Auf jeden Fall. Also die Crew ist total heiß und wollen das natürlich machen. Du warst in vielen Bands unterwegs, hast jahrelang Musik gemacht, hast eigentlich immer Musik gemacht, hast eine Familie, hast ein Haus und hast dich weiterentwickelt. Und jetzt, seit 2020, bist du wieder mit einer ganz neuen, heißen Truppe unterwegs. Wie war das Casting? Wie ist das abgelaufen? Bei dir am Frühstückstisch? Hast du die Jungs eingeladen? Ja, ich bin erstmal in den Flieger gestiegen nach Cali in Kolumbien und wollte so ein bisschen für mich was besorgen und dachte so, naja, guckst du mal, was so geht. Nee, es war eigentlich so, dass ich längere Zeit Musiker gesucht habe. Mehr oder weniger erfolglos oder erfolgreich. Ich war eigentlich schon kurz davor, es aufzugeben. Ja. Und dann hat sich das so ergeben, einfach, dass ja interessanterweise zuerst der Peter und dann der Roche, die gar nicht hier aus der Frankfurter Ecke eben kommen, sondern ganz woanders her, der Roche eben aus Cali in Kolumbien und der Peter halt eben, der war gerade aus Kassel hierher gezogen. Ja, ist ja auch schon Ausland. Ja, das, genau. Quasi. Und das war halt so, das war halt schon so diese erste Fügung des Schicksals, sag ich mal. Und wir haben dann ein paar Mal zusammen gejammt. Das war so Anfang des Jahres 2020, so im Februar, Januar, Februar. Und dann haben wir uns auf Suche nach einem Sänger gemacht, weil wir sehr schnell gemerkt haben, das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch sehr schnell Manni gefunden, der dann noch aus Koblenz zu uns stieß. Wahnsinn. Und der vorher hier auch im Rhein-Main-Gebiet in Mainz mit einer Band namens Moschus unterwegs war, aha, die auch relativ bekannt, glaube ich, war oder ist. Und so hat sich das ergeben und da waren wir im März 2020 pünktlich Pandemiebeginn. Also wir hatten gerade 2 Wochen angefangen komplett zu proben. Da kam dann der erste Shutdown. Was ja immer ein Problem ist, dass man so Leute findet, also wenn man eine Band macht, egal wie alt man ist, aber dass man ungefähr immer im gleichen Altersspektrum bleibt. Und in der euren Info steht ja 4 alte Säcke, die sich gefunden haben, weil eine höhere Rockmacht sie zusammengeführt hat. Habt ihr so auch dann so eine Alters-WG gegründet, also wo ihr dann zusammen lebt? Unten im Keller ist der Proberaum oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja. Also wir haben unsere Alters-WG im altwürdigen Höchster Leuna-Bunker und dort treffen wir uns, um unsere musikalischen Ergüsse zu verbreiten sozusagen. Und, vor allen Dingen, weil du kannst, also ihr habt ja so euch auch eingerichtet, ihr habt ein Studio praktisch, ihr könnt alles selbst aufnehmen, ihr produziert Videos von euren Songs. Woher im hohen Alter diese Energie? Also ist das die Liebe wirklich, die Rock'n'Roll-Liebe, die einen jung hält oder ist das ein Klischee? Nee, das ist absolut kein Klischee. Also Musik, ich meine, wir sind jetzt alle in den Anfang 50ern, sage ich mal, und alle auch etwa im gleichen Alter, wie du es eben auch richtig gesehen hast. Und es ist für uns auf jeden Fall, für uns alle, der Enthusiasmus und die Liebe zu Musik, die es einfach antreibt. Und wenn man dann natürlich noch menschlich und kreativ, musikalisch so gut zusammenpasst und so ein schönes Output zusammenbekommt, dann ist es natürlich was, was einen besonders antreibt, ganz klar. Es gab ja, als die Pandemie ausgebrochen ist im letzten Jahr, diese furchtbare Diskussion, die manchmal immer noch aufflammt, ist Kultur systemrelevant? Ich meine, wenn ich das so überlege, wie du das gerade erzählst, wie dich das auch jung hält, also sehe ich, dass es extrem systemrelevant ist. Seht ihr das genauso? Ist es auch so, gerade jetzt an dieser Band, an diesem Projekt in eurem Alter und mit dieser Vehemenz, mit diesem Output, die ihr auch auf den digitalen Medien habt, was eigentlich man eher jungen Leuten zutraut, aber du bist ja wirklich auf allen digitalen Medien unterwegs und DevTude, Spyfly, The DevTude, also alles, jede kleine Neuigkeit wird, ich meine, ist das auch so eine Art hier, wir sind noch da und Gesellschaft, ihr könnt uns nicht einfach sozusagen ersticken, ihr werdet die Kultur nicht töten können mit irgendwelchen Auflagen oder irgendwas, sondern wir sind weiter kreativ. Ist das so ein bisschen auch so zu sehen, so wie ein Statement, gesellschaftspolitisches? Das ist auch ein politisches Statement, auf jeden Fall, weil Kultur natürlich was ganz Wichtiges ist. Das haben wir jetzt gesehen, gerade in diesem vergangenen Jahr im Prinzip, wie groß unsere Kulturwirtschaft ja ist in Deutschland, wie viel das ausmacht und wie viele Leute davon abhängen, dafür arbeiten, von Stagehands bis irgendwelche Veranstalter, Clubs, Musiker sowieso. Viele Leute, die wirklich große Probleme jetzt dadurch bekommen haben. Und auf der anderen Seite natürlich, wie du richtig sagst, ist
das Publikum oder die Leute brauchen Kultur, die Leute ja. brauchen Theater, die Leute brauchen Musik, die Leute brauchen so eine Ablenkung. Ja, dieses auch, Ventil einfach. Ja, das ist ja, so, wenn weil das fehlt, dann ziehen sich alle in sich zurück, jeder muschelt so vor sich hin und das ganze soziale Zusammenleben leidet darunter, was wir jetzt auch gerade in den sozialen Medien auch sehr stark sehen können. Ja. Und ihr habt es ja irgendwie geschafft, schon auch Online-Konzerte ein paar Mal sichtbar zu sein, also das Bad-Konzert zum Beispiel. Und habt ihr auch, doch, ihr hattet auch live richtig mit Publikum ein paar Konzerte, oder? In der letzten Zeit. Erzähl mal ein bisschen, wie ihr unterwegs wart im Sommer 2021. Ja, wir haben halt im letzten Jahr in die Pandemie rein, konnten wir ja nichts mehr machen und haben dann im Januar das erste Konzert im Bett gemacht. Das war für uns auch eine sehr strange Erfahrung, in so einem Kultladen ohne Publikum aufzutreten. Ja. War für uns auch eine völlig neue Erfahrung. Und da haben wir ja auch so ein bisschen Material rausgezogen, Videomaterial, was wir dann weiter verwenden konnten. Dann haben wir uns im April, seit April haben wir uns bei mir im Studio oder bei uns im Proberaum eben eingeschlossen und angefangen, unser Album zu produzieren und haben in der Zeit versucht, Anschlusskonzerte, weitere Gigs zu kriegen, was eigentlich gar nicht so einfach war. Aber jetzt über den Sommer sind halt wieder so ein paar Sachen aufgepoppt, ne? Was auch schön war. Aber bei euch zum Beispiel die Sommerwerft war ja auch ein, zwei Mal gewesen, ja. Super Sache. Oder eben Horst oder eben, also viele Sachen, die da eben passiert sind. Und dann bekamen wir durch Glück mehr oder weniger ein Konzert in Dreieich in der Werkstatt. Das war ganz cool eigentlich. Das war so der Einstieg für uns, mal wieder live auf einer Bühne. Und dann halt eben jetzt vor kurzem auf dem Orschler Sommer, wo wir wirklich vor über 400 Leuten spielten konnten. Und das war super. Das war einfach für uns auch so der Befreiungsschlag. So, es geht noch was. Wir können noch vor Leuten spielen. Also der Ursula Sommer ist ja auch im Prinzip wie Burg Herzberg Festival, also regional einfach eine Tradition auch. Ja. Seit vielen, vielen Jahren fördert Oberursel da auch Bands, regionale Bands und so, Hofkonzerte mäßig. Ja. Und also das... Wie war das? Also viele Leute, haben die Leute Angst, rauszugehen, um sich an, also wie hast du das empfunden? Also als Musiker auf der Bühne stehend oder endlich der Befreiungsschlag, endlich mal wieder Live-Musik zusammen erleben? Wir hatten so das Gefühl, dass die Leute zum einen, was uns überrascht hat, war, dass die Leute zugehört haben. Also die Leute haben wirklich zugehört, der Musik zugehört. Und es war wenig mit Handys zu sehen und so weiter, was man sonst so eben kennt von Konzerten. Die Leute saßen wirklich wie gebannt da, haben zugehört und wenn ein Song zu Ende war, sind sie regelrecht explodiert. Schön. Und man hatte so das Gefühl, oh ja, ihnen hat das gefehlt. Genau das wollten sie alle wieder haben. Und das war halt das Schöne an diesem Konzert, für uns auch. Also eine unglaubliche Erfahrung. Und das zeigt halt. Und wir hoffen halt, dass es dieses Live-Prozedere irgendwie, also dass das Live-Konzertleben wieder aufkommt. Ich habe das vorhin in anderen Bands auch einfach mal gestellt, diese Frage, diese 2G-Frage, also kommt ja aus Hamburg, diese Tendenz, also dass Veranstaltungsorte wieder aufgemacht werden, auch Indoor, aber nur noch für Geimpfte und Genesene. Ist das etwas, wo du sagst, ja, darauf wird es traurigerweise hinauslaufen oder sollte man dafür kämpfen, weil die Leute, die sich nicht impfen lassen können oder was auch immer, weil getestete Leute ist ja auch eigentlich eine Form von safe, ja, wenn man getestet zusammenkommt. Also wie seht ihr das? Ganz, ganz schwierige Frage, weil wir sehen ja jetzt gerade im Moment, dass das Thema auf gar keinesfalls durch ist und dass selbst für Geimpfte die Gefahr besteht, zu infizieren, ja sag ich mal. Wenn man jetzt natürlich auf so ein System geht, dass man sagt, die einen dürfen, weil sie geimpft sind und die anderen dürfen nicht, ist das halt auch immer so eine Sache, weil man dadurch natürlich auch die Gesellschaft ein bisschen spaltet. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich jeder eine Verantwortung hat, ja. Und wir insofern auch das, was jetzt die Ärzte im Prinzip ins Rollen gebracht haben mit der Impfkampagne, eben den Aufruf, lasst euch alle impfen, damit wir eben wieder eine normale Veranstaltungskultur auch haben können. Naja, es ist ja auch okay, sich impfen zu lassen, gar keine Frage, aber es muss freiwillig sein. Ja, also was mir nicht gefällt, ist dieser gesellschaftliche Druck, der immer stärker wird, diese moralinsaure, ihr seid doch verantwortlich und diese komische, aber ich will das auch gar nicht, wollte nur streifen, man kann, viele Leute sagen, man kann nichts verändern, was haltet ihr von den Wahlen, am 26. September sind Wahlen, wäre das ein Punkt, wo man einfach mal bestimmte Politiker austauschen könnte und mal anderen den Fuß versucht zu überlassen, um es mal anderen den
versucht zu überlassen, mal es besser zu machen. Also tendierst du zu diesem Aufruf, geht alle zu Wahlen, verändert diese Gesellschaft, aber wählt. Auf jeden Fall. Und seid also nicht gefrustet und sagt, man kann ja eh nichts ändern, sondern geht wählen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist genau unsere Vorgehensweise auch zu sagen, auf jeden Fall geht wählen, auf jeden Fall, weil man kann... Dafür ist unsere Demokratie gut und wenn man was ändern will, dann kann man das eben durch Wählen am besten erreichen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass so viele Leute wie möglich wählen gehen.